So, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich ganz kurz versuchen zu erklären, wie wir im Microsoft Flight Simulator einfache Änderungen an den Texturen der Flugzeuge vornehmen können. Das heißt, so ein bisschen die Farbe ändern, vielleicht auch ein Logo aufbringen. Das Ganze passiert ohne richtige 3D-Software. Das hat aber den Nachteil, dass das ziemlich begrenzt ist. Das heißt, wer richtige Airlines nachbilden möchte oder so, der müsste sich sicherlich doch ein bisschen mehr mit der Materie 3D-Programm sicherlich auseinandersetzen, weil das wesentlich einfacher sein wird, dann richtige, komplizierte Liveries zu erstellen. Aber für Leute, die einfach nur ein bisschen die Farbe ändern möchten oder ein Logo aufbringen möchten, reicht diese einfache Methode. Ich versuche das mal am Hand der Robin DR400 ein bisschen zu erklären. Es ist auch nicht allzu einfach. Es kann sein, dass ich hier irgendwo ein Problem habe, das richtig zu verdeutlichen. Aber ich versuche es einfach. Als erstes stellen wir zum Flugsimulator so eine paar Sachen ein, die das Ganze, den Workflow vereinfachen. Das heißt, am besten geht man erstmal in die Grafikeinstellung, stellt den Fenstermodus ein, macht das ein klein bisschen kleiner, sodass man ständig auch zwischen Hintergrund und Flugsimulator hin und her wechseln kann. Dann kann ich nur empfehlen, den Entwicklermodus einzuschalten. Den brauchen wir, um hinterher, sag ich mal, eher so einen kleinen Screenshot von dem Flugzeug zu erstellen, der dann so aussieht wie bei den anderen Flugzeugen. Und zum einen könnt ihr hier als allererstes erstmal gucken, wo befinden sich denn die Dateien, die ihr braucht. Ja, dazu geht ihr hier oben im Entwicklermodus auf Tools, geht ins Virtual File System und guckt hier bei Watched Bases, macht das auf und hier seht ihr eure Ordner, die quasi der Flugsimulator lädt. Na, ihr habt ja den kompletten Pfad vom Official Ordner und vom Community Ordner. Das sind die beiden Ordner, die ihr euch raussuchen müsst. Und die müsst ihr euch dann erstmal irgendwie am besten nebeneinander in den Browser legen. In den Explorer, sagen wir es mal so. Einmal den Official Ordner und einmal Community Ordner. Official Community. Mein Community Owner sieht ein bisschen anders aus mit den ganzen Pfeilen, denn ich arbeite mit einem Mod Manager, den habe ich schon mal erklärt in einem anderen Video. Die Livery, die wir heute erstellen, machen wir aber direkt im Community Owner. Und wer das Ganze dann über einen Mod Manager machen möchte, kann sich dann mal ein anderes Video dazu angucken. Na, also wir haben einmal Community, einmal Official und das sind erstmal die Grundlagen. Als nächstes braucht ihr unbedingt ein Tool, das nennt sich AutoJSON. Den Link dazu haue ich in die Videobeschreibung. Wenn ihr das Ding runterladet und startet, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie euer Sicherheitssystem anschlagen, also euer Firewall oder euer Antivirenprogramm. Das ist einfach ein Tool, das ist von einer Person geschrieben worden, das ist keine lizenzierte Software über Microsoft oder was auch immer. Ihr müsst dann selber entscheiden, ob ihr dieses Risiko eingeht und dieses Programm benutzt oder nicht. Aber wenn ihr dieses Programm nicht benutzt, wird es richtig, richtig kompliziert, denn es gibt eine Datei, die muss erstellt werden, wenn man einen Mod zum Laufen bekommen möchte und das ist ziemlich, ziemlich kompliziert, das alleine zu machen und ohne das Tool ist es für einen Laien so gut wie unmöglich. Also, wenn ihr damit Bauchschmerzen habt und dieses Tool nicht benutzen wollt, dann könnt ihr das zwar auch noch machen, die Texturen ändern, ich zeige wie, aber das ist dann anfälliger für Updates. Das heißt, wenn ihr die Texturen direkt in den Flugzeugen ändert, was ich gleich zeige, kann es einfach passieren, dass wenn das nächste Update kommt vom Flugsimulator, dass er halt erkennt, okay, da ist ein File, das entspricht nicht ganz den Originalfilen, ich lade einfach mal den kompletten Flugsimulator nochmal runter und dann wird beim Update halt die komplette Menge des Flusis nochmal runtergeladen. Na, das kann dann halt passieren, das ist mir passiert bei den ersten beiden Malen und deshalb, dieses Tool ist schon sehr, sehr wichtig, wenn ihr es halbwegs sauber machen wollt. Kommen wir jetzt erstmal zur Struktur der Dateien im Flight Simulator. Dazu gehen wir einfach mal in den Official Ordner rein. Ich habe halt die Steam-Version, wer die Microsoft Store-Version hat, da wird es sicherlich anders aussehen, aber den Pfad findet ihr auf die gleiche Art und Weise, ne, über den Entwicklermodus. Und wir gehen hier rein und sehen hier jetzt eine bestimmte Ordnerstruktur. Ja, es hat alles Namen, weiß nicht, Asobo Aircraft, talalalala. Dann haben wir irgendwo Asobo Flight Tutorials, Landing Changes und so weiter und so fort. Und Airport als zweites Wort. Wichtig sind die Aircrafts. Wir wollen heute eine Livery machen. Das heißt, uns interessieren erstmal nur die ersten Ordner. Ja, alles mit Aircraft. Und die Struktur ist so, dass der erste Ordner, nachher auch von eurem Mod, ja, der kann
Namen haben, wie er möchte. Also hier in diesem Ordner solltet ihr nicht rumfummeln, ist klar, sonst erkennt das nicht. Aber wenn ihr später einen Mod erstellt, der oberste Ordner kann irgendeinen Namen haben, der ist vollkommen irrelevant. So, darunter in der Struktur, ja, wir gehen mal in die DR400. Ja, darunter gibt es eine Struktur. Hier sind so ein paar, das sind Language-Dateien, die sind irrelevant. Ne? Dann kommt SIM-Objects, Layout und Manifest. Diese drei Dateien, die sind im Prinzip für Liveries wichtig. Das zeige ich nachher in der Vorlage, die ich erstellt habe. SIM-Objects ist halt im Prinzip ja der erste Ordner, der wirklich dann auch so heißen muss bei euch im Mod, SIM-Objects. Danach kommt Airplanes und dann kommt quasi der Ordner für das Flugzeug. Ja, im Original heißt das Asobo DR400 und darunter kommen im Prinzip die ganzen Dateien für das Flugzeug. Ein Ordner davon nennt sich Textur und hier befinden sich alle Textur-Files drin. Zu einer Textur gehören im Prinzip in der Regel ganz oft 8 Dateien. Wir nehmen mal, wo haben wir das denn mal komplett abgebildet? Okay, bei vielen Dateien sind es nur 6, Entschuldigung, nicht 8. 8 sind es, wenn irgendwas mit Beleuchtung zu tun hat, dann gibt es noch eine Emissionsdatei. Aber ich sage mal, für Außendeliveries sind es 6 Dateien. Und zwar haben wir hier 6 Dateien, die nennen sich zum Beispiel Airframe, Lycoming, Fuselage und dann kommt einmal ALBD, noch irgendwas, .dds. Dann gibt es im Prinzip den gleichen Namen mit einer JSON hinten dran. Dann gibt es die Airframe, Lycoming, Fuselage, comp.png.dds. Dann das gleiche nochmal mit einer JSON hinten dran. Und dann gibt es die Fuselage, also Airframe, Lycoming, Fuselage, Norm, PNGD, DDS. Und das Ganze nochmal mit JSON hinten dran. Diese JSON, die Dateien sind erstmal irrelevant für uns. Entscheidend sind die DDS-Dateien. Das sind die eigentlichen Texturen. Ich mache die mal alle drei auf. Na, das ist also die normale. Ich mache nochmal kurz zu, ich habe noch ein paar offen. Ich bearbeite das Ganze mit PaintNet. Version 4.2.14, das funktioniert, ist Freeware, kann man sich runterladen, reicht vollkommen aus. So, das ist im Prinzip jetzt die DDS-Datei, jetzt ist die da zu entsprechende, Entschuldigung, die ALBD-Datei, jetzt ist die entsprechende Comp-Datei dazu, die sieht so ziemlich bunt aus, und dann haben wir noch die Norm-Datei dazu. Na, diese drei Dateien ergeben im Prinzip eine Textur nachher zusammen. Und zwar mal hier einmal ganz normal die Farben. Das ist die immer die ALBD-Datei, hat immer die Farben. Die Comp-Datei hat im Prinzip ja, die Reflexionseigenschaften des Materials mehr oder weniger. Und die Norm-Datei, ja, das ist, kann ich auch nicht 100% sagen, was das ist. Das hat aber so ein bisschen was damit zu tun, wenn man so ein bisschen, wenn die 3D-Struktur der Textur so ein bisschen abzubilden. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Bump Mapping oder so, keine Ahnung, also ich kenne mich nicht 100% aus, aber die Normdatei ist in der Regel für uns unrelevant. Das heißt, wenn ihr Texturen ändern wollt, sind relevant immer die entsprechende ALBD-Datei und die Comp-Datei DDS, beides DDS-Dateien. Die Comp-Datei, die hat im Prinzip alle drei Kanäle, also RGB, ne, wir nehmen mal was raus, gucken uns das mal an, entscheidend sind diese drei Kanäle, ja, RGB. Wer nur einfach Farben ändern möchte oder ein Logo raufhören möchte, finde ich das nicht so interessant. Aber ich erkläre es einfach mal. Im Prinzip, der Rotkanal oben, der steuert im Prinzip, wie deckend irgendwas ist. Also wenn es schwarz ist, ist es durchsichtig. Wenn der Kanal voll ist, ist es eigentlich voll deckend. Der Gelbkanal ist es, glaube ich, G. Der regelt, wie glänzend oder matt etwas ist. Ist es komplett raus, ja, dann ist es sehr glänzend. Ist der Gelbkanal komplett voll, es ist eher matt. Und der blaue Kanal, der regelt im Prinzip, wie metallisch etwas wirkt. Na, ist der blaue Kanal bei 0, ist es eher nicht metallisch, ist es einfach nur ja, Lack. Und ist es komplett hier oben bei 255, ist es metallisch. Somit könnt ihr das Erscheinungsbild von Materialien noch ändern. Und ihr könnt hier in dieser Comp-Datei auch manchmal ganz gut die Struktur der Textur erkennen. Na, ihr erkennt hier so dann die einzelnen Teile des Flugzeugs teilweise besser als auf diesen Texturen. Na, dann könnt ihr euch zum Beispiel sagen, okay, hier, das werden wahrscheinlich irgendwelche Hauben von einem Motor vorne sein. Gucken wir mal, wo die hier sind. Die sind hier unten. Na, das ist aber bei jedem Flugzeug auch anders.
Und im Prinzip, wenn ihr nur Farben ändern wollt, könnt ihr das ja auch im Prinzip lassen. Aber wer gerade in Cockpits rumfummelt nachher oder irgendwas Komplizierteres machen möchte, der kann das immer mit als Orientierungshilfe nehmen. Das heißt, wenn ihr irgendwas rot seht, ist es in der Regel einfach glänzender Lack. Die meisten Flugzeughüllen sind in rot. Wenn irgendwo was blau ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eher sowas wie Glas ist. Und ist es irgendwie Lila, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sehr metallisch rüberkommt und dass es irgendeine Metalltextur ist. Und was so gelb ist, das ist dann eher so was mattet. Dann könnten zum Beispiel die Reifen sein. Na, so wie es aussieht, können das einfach die Reifentexturen sein. Und wenn wir hier gucken, das ist schwarz, wird also so sein. So, und das ist immer die Zusammensetzung einer Textur. Das heißt, im Cockpit haben wir das dann ähnlich. Na, könnt ihr gucken, immer nach der Beschreibung. Ist aber auch nicht in jedem Flugzeug wirklich 100% gleich. Na, also es ist schon bei den Originalflugzeugen, hat schon so ein bisschen, ja, ist ein bisschen Systematik dahinter. Da könnt ihr zum Beispiel ins Cockpit reingucken und seht ihr Seats. Ja, dann wisst ihr bei Cockpit Seats, ALBD, sind einfach wirklich die Sitze aus dem Cockpit. Na, kann man hier auch erkennen. Und die COM-Datei sieht so aus. Na, es ist also eher nicht unbedingt glänzend und auch nicht metallisch. Es ist eher so wie abgenutztes, teilweise abgenutztes und glänzendes Leder. Na, so ein bisschen kann man das erkennen. Oder wenn ihr dann zum Beispiel einfach, was haben wir denn, zum Beispiel den Steuerknüppel verändern wollt, ja, dann könnt ihr gucken, Cockpit, Yoke, ALBD, hier könnt ihr hier rumfummeln, das ist im Prinzip der Yoke, machen wir nachher noch. Aber das erstmal zur Struktur an sich der Dateien, der Texturdateien. So, wer jetzt möchte, kann hier auch in den Originaldateien rumwuseln und die Farben ändern und das wird auch übernommen im Flugsimulator. Wie gesagt, das hat den Nachteil, wenn irgendwann ein Update kommt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er das als ja, Fehler erkennt und die komplette, den kompletten Flugsimulator neu lädt. Na, kann passieren. Muss nicht, kann passieren. Jetzt kann man sich auch einfach eine Sicherheitskopie von dem Ordner anlegen, von dem Texturordner und vor dem Update zum Beispiel das alles zurückspielen, geht auch. Na, aber ich würde es erstmal generell nicht auf diese Art und Weise machen. Es ist aber die einfachste Art und Weise. Da braucht man dann auch kein anderes Tool zu, da braucht man die JSON-Datei nicht zu ändern. Und so weiter und so fort. So. Bei im Aircraft-Ordner, also im eigentlichen Mod-Ordner nachher. Ja, im Endeffekt sind das wie Mods. Nur sind halt nur die Original-Mods zum Flugsimulator. Im Mod-Ordner nachher haben wir auf jeden Fall noch eine Layout-JSON und eine Manifest-JSON. In der Layout-JSON steht im Prinzip jede einzelne Datei drin, die sich hier drin in diesem ganzen Mod oder in diesem ganzen Hauptordner befindet. Ja, jede einzelne Datei ist drin mit Fahrt, allem drum und dran. Und wenn man halt einen Mod hat oder eine Textur erstellt mit mehreren ja, Files, die man da drin hat, muss man das ziemlich konkret abschreiben. Und es ist eigentlich so gut wie nicht machbar von Hand. Deshalb braucht ihr unbedingt dieses Tool. So, die elegantere Lösung, eine Textur zu erstellen, ist es auf jeden Fall über einen eigenen Ordner im Community-Ordner. So, und das heißt, ne, nicht im Official, sondern im Community-Ordner erstellt ihr euch erstmal einen Ordner, den ihr so benennt, wie ihr möchtet. Ich habe einen Vordruck erstellt, den kopiere ich jetzt einfach mal kurz. Und den nennt ihr, weiß ich nicht, wir nehmen es heute mal DR400, meine Livery. So. Den Template-Ordner nehme ich gleich wieder raus, den mache ich woanders hin. So, das ist quasi jetzt dann euer Mod. Ja, das ist im Community-Ordner, der erste Ordner könnt ihr benennen, wie gesagt, wie ihr wollt. Darunter die Struktur sollte so aussehen. Ich lade dieses Template auch wieder hoch auf meine Nexus-Mod-Seite. Ich ersetze damit den alten. Das alte Template ist eigentlich schon hochgeladen, habe ich auch schon mal in einem anderen Video erklärt. Aber wie gesagt, in euer Mod. Die erste Ebene sollte so aussehen, ne? SimObjects, LayoutJSON, ManifestJSON. Wenn ihr nicht vorhabt, eure Livery mit irgendjemandem zu teilen, kann die ManifestJSON einfach, lasst das so, wie es ist. Ansonsten, wenn ihr die Livery teilt mit anderen, dann könnt ihr hier drin im Prinzip eintragen, wie das ganze Ding im Content Manager im Flugsimulator aussieht. Ja, es gibt einen Content Type, könnt ihr auch nennen, wie ihr wollt, hat eigentlich keine Auswirkung, ist nur einfach Information. Dann könnt ihr das Ding als Titel auch nennen, wie ihr wollt. Ja, Manufacturer könnt ihr auch freilassen, könnt ihr irgendwas eintragen, bei Creator könnt ihr auch irgendwas eintragen, euer Namen oder auch nichts.
Package-Version könnt ihr auch irgendwas eintragen, irgendwelche Zahlen. Und Minimum-Game-Version könnt ihr auch irgendwas eintragen. Ist eigentlich egal. Das gilt nur zur Information für den Flugsimulator, wenn ihr das Ganze im Content-Manager quasi sortiert. Im Prinzip hier bei Profil, Inhaltsmanager. Das sind so immer diese ganzen Informationen, die ihr quasi aus dieser JSON zieht. Ja. Und wenn ihr das nicht teilen wollt, ist es im Prinzip vollkommen egal. So, Layout-JSON macht man ganz zum Schluss, dass man das Tool drüber laufen lässt, wenn man alle Dateien hier reinkopiert hat. So, also das ist die erste Ordnerstruktur. Sim, Objects, Layout, Manifest. Dann geht man mit JIM-Objects rein. Airplanes muss stehen, ist zwingend, kann nicht anders sein. Und jetzt gibt es auch hier wieder zwei Möglichkeiten, quasi eine eigene Livery zu erstellen. Einmal könnt ihr jetzt hier einen Ordner erstellen, der den gleichen Namen hat wie der Originalordner. Das heißt, ihr geht bei Steam rein, guckt bei dem Flugzeug, was ihr modden wollt, ne, DR400, SimObjects, Airplanes, wie heißt denn dieser Ordner hier im Original? Ja, hier heißt er asobo-dr400 und jetzt könnte man einen Mod erstellen, den man in dieser Struktur genauso nennt. Das heißt, wenn der Mod dann geladen wird, überschreibt er in der internen Struktur des Flugsimulators die Dateien, die hier im Original geladen werden. Das heißt aber nicht, dass die Originaldateien auf der Festplatte überschrieben worden werden. Das ist einfach nur die Reihenfolge beim Laden. Er lädt erst die Originaldateien zur Asobo DR400 und dann lädt er die Dateien aus dem Ordner und überschreibt die intern. Damit könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr im Cockpit rumfummeln wollt und ihr wollt eine Cockpit-Livery erstellen und ihr wollt dann für jede einzelne im Game vorhandene Livery das Cockpit benutzen, ist es natürlich besser, ihr nutzt diese Struktur, sodass ihr die Cockpit-Files direkt überschreibt in der Inhaltsstruktur, sodass das für jede einzelne Livery des Flugzeuges dann gilt. Wenn ihr eine Außenlivery erstellen wollt, also einfach nur irgendwelche Farbvarianten draußen, ist es immer besser, ihr erstellt quasi ein komplett neues Flugzeug in der internen Struktur und nennt das dann irgendwie, ja, meine DR400, weiß ich nicht, Livery. Könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Das könnt ihr dann wieder so benennen, wie ihr wollt. Macht's irgendwie, dass es System hat, ne? Es darf halt kein Ordner sein, der schon mal irgendwo vorkommt in der Originalstruktur, ne? Nennt das halt irgendwie. So. Alles, was da drunter ist, ist im Prinzip schon fast ähnlich. Ne, es würde dann, wenn ihr zum Beispiel ein Cockpit erstellt, kommt auch hier, wie hier, als nächstes der Texturordner. Ja, und hier könntet ihr jetzt Texturfiles reinmachen. Ihr könntet hier zum Beispiel alles, was irgendwie mit dem Cockpit zu tun hat, erstmal reinkopieren. Und das machen wir auch. Alles hier Cockpit, 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 Cockpit. Gauge oder Gauge, Gauge. Gauge wird das gleich gesprochen. Gauge sind die Instrumente. Alles, was hier irgendwie Cockpit drin hat, ist hier Cockpit Panel. Zack. Einmal Steuerung C, einmal hier rein. So. Haben wir die kopiert. Für Außendeliveries macht ihr das ähnlich. Bei meiner DR400-Livery kommt als nächste Struktur auch die Textur. Die könnt ihr im Prinzip auch nennen, wie ihr wollt. Also ihr könnt das, weiß ich nicht, entweder einen Namen hinten dran machen, macht sich zum Sortier besser. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Liveries für ein Flugzeug erstellt, macht sich einfach besser, wenn ihr den Namen geht. Ihr könnt aber auch einfach nur Textur nehmen, ohne Punkt, irgendwas hinten dran. Und ihr müsst, wenn ihr ein eigenes Flugzeug erstellt, aber eine Aircraft-Config erstellen. Und zwar geht ihr dann, also ihr erstellt einfach eine ganz normale Textdatei, aircraft.config, oder ihr nehmt zu Hause halt aus der Vorlage, die ich erstellt habe. Das Ganze muss dann so aussehen, Version Major 1, Minor 0, Variation, und hier ist es jetzt ganz wichtig, hier muss jetzt im Prinzip bei Base Container stehen der originale Pfad des Flugzeuges, so wie Original heißt. Also Original heißt das Ding Asobo DR400. Damit nämlich dieser Mod alles, was er nicht im Mod selber findet, sich aus der originalen, aus dem originalen Ordner holt. Ja, ihr muss immer das Flugzeug stehen, was ihr gerade dann auch wirklich modden wollt. Zwei Punkte davor und so passt das. Und dann müsst ihr bei Flight zum Null im Prinzip einmal aus der Originalmaschine euch aus der Aircraft-Config einmal hier unten bei der Flight Sim das ganze Ding kopieren. Na, bei Flight Sim 0 in der Aircraft-Config einmal komplett den ganzen Block Steuerung C hier reinkopieren und benennt jetzt im Prinzip den Titel um. Hier könnt ihr auch irgendwie
nennen, wie ihr wollt, ne, meine Livery 1, was auch immer. Und bei Textur muss jetzt genau das rein, wie ihr euren Texturordner genannt habt. Wenn ihr den Texturordner nicht benennt, also das Ganze so aussieht, ja, könnt ihr das so stehen lassen, die Textur. Wenn ihr jetzt aber hier zum Beispiel, weil ihr mehrere erstellen wollt, ja, der Punkt, sagen wir mal blau, nehmen wir mal blau, wir machen eine Textur, die ist blau, na, dann schreibt ihr hier bei Textur innerhalb dieser Anführungszeichen auch blau rein. So, dann könnt ihr hier bei UI Variation, sodass ihr das nachher im Spiel auch unterscheiden könnt, eintragen, ne, meine blau. Bei UI Typ trage ich es in der Regel auch ein, meine blau. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Das könnt ihr so lassen. Speichern. So, und in diesen Texturordner kopieren wir jetzt alles rein, was im Prinzip im Originaltexturordner drin ist und nicht mit dem Cockpit zu tun hat. Na, also von Airframe, also alles hier vorne, wo nicht Cockpit drin steht, Airframes bis hier. Das ist jetzt die Außentextur. Steuerung C. Hier rein. Ihr könnt natürlich auch das Cockpit hier mit reinkopieren, beziehungsweise die Textur in diese andere Struktur. Na, wenn ihr das Cockpit hier mit reinmacht, dann hat halt aber das nur euer Mod auch diese Cockpit-Textur drin. Ja, das muss man so ein bisschen unterscheiden, ist aber eigentlich egal, weil es wird nicht jeder sein Cockpit irgendwie modden wollen. Aber diese Unterschiede muss man verstehen. So, das heißt, wir haben jetzt in einem Mod zwei Liveries drin. Einmal die fürs Cockpit, ja, unter der Originalstruktur, und einmal eine Außenlivery unter einem neu erstellten Flugzeug. Ihr könnt das auch immer trennen. Also ihr könnt auch zwei Mods erstellen. Ne? Einmal mit dem Cockpit und macht nochmal die neue Struktur mit Sim Objects, Layout und so weiter, Airplanes, und macht dann nur die rein. Das geht auch. Ihr könnt aber auch zum Beispiel in einen Mod, weiß ich nicht, jetzt alle Flugzeuge reinmachen, die ihr modden wollt. Ne? Sodass ihr immer mit einem Klick oder mit einmal kopieren komplett alle eure Liveries deaktivieren könnt. Also hier gibt es dann keine Begrenzung. Ne, bei Airplanes könnt ihr alles reinmachen, was ihr wollt. Ihr könnt es aber auch immer einzeln machen. Das ist dann euch vollkommen überlassen. Damit haben wir jetzt die Grundstruktur im Prinzip für die Liveries festgelegt. Was man jetzt noch machen sollte, ist, in der, wenn ihr eine eigene Livery erstellt, eine Außenlivery, geht ihr hier rein bei Textur. Und hier müssen wir noch gucken, dass wir die Texture-Config reinkopieren. Die ist hierfür noch relativ wichtig. Steuerung C, Steuerung V. Und hier müssen wir jetzt eine Art Backup-Folder erstellen. Ein Fallback. Das heißt, alle Texturen, die ihr hier nicht findet, lädt er aus einem anderen Ordner. Das kann man hier eingeben. Und hier muss jetzt im Prinzip rein Fallback.1. Wir müssen die Reihenfolge ändern. Ist gleich Punkt, Punkt. Ich hab die Slashes nicht mehr auf der Tastatur. Ich muss das mal kopieren. Ctrl C. Ctrl V. Das muss so aussehen, ja. Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Slash. Und hier muss jetzt stehen wieder der Name von dem Originalflugzeug, ja, Asobo DR400. So wie es hier steht. Und dann Slash Texture. So, dann müssen wir noch die Reihenfolge ändern. 1. Daraus machen wir 2, daraus machen wir 3, daraus machen wir 4, daraus machen wir 5, daraus machen wir 6. Das muss man so noch ändern. Sonst lädt er die Textur nicht nach, die hier fehlen. Na, dann würde er, wenn ihr das so nicht macht, hier zum Beispiel kein Cockpit nachladen in dieser Livery. Also gar kein Cockpit, auch nicht das Originale. Deshalb müssen wir noch so eine Fallback-Ebene einfügen. So, das braucht ihr, wenn ihr, also in der Struktur, wo ihr die Originalen Dateien überschreibt, also in der Struktur, wo ihr direkt über diesen Ordnernamen reingeht, braucht ihr das nicht machen. Weil hier werden im Prinzip ja diese Texturen in der Originalstruktur einfach nur überschrieben. Na, das kann man sich da sparen. Wenn wir jetzt dann soweit sind, dass wir alles soweit vorbereitet haben, das heißt, wir alle Texturfiles erstmal reinkopiert haben in die entsprechenden Ordner, müssen wir jetzt, wie gesagt, eine ordentliche Layout-JSON anteilen. Erstellen, und das geht halt wirklich am besten mit dem Tool. Ihr müsstet sonst hier wirklich gucken, dass ihr jede einzelne Datei, die ihr jetzt hier drin habt, hier so irgendwie eintragt mit Größe und was weiß ich nicht alles, und also ich bekomme es definitiv nicht hin. Deshalb geht das für mich komplett ohne dieses Tool gar nicht. So,
Das Tool startet man ganz einfach. Also man lädt sich die Exe runter, packt die irgendwo hin, startet die. Erfordert keine große Installation. Und dann geht man hier auf Directory. Sucht sich jetzt den Community-Ordner, ja, wo das alles drin ist. Und klickt jetzt den Ordner an von der Livery, die ihr erstellt habt. Ja? 000DR400 meine Livery. Einmal OK klicken. Und dann erstellt er hier diese JSON. Diese Layout-JSON. Drückt einmal Save As. Und er hat im Prinzip immer gleich das richtige oder den richtigen Ordner offen. Einfach speichern, überschreiben, ja. Und schon ist die Layout-JSON erstellt. Ja, hier ist jetzt alles das drin, was wir wirklich in den Ordnern drin haben. Und dann muss man einfach den Flugsimulator nochmal neu starten. Oder ihr startet ihn erst jetzt, ne? Und jedes Mal, wenn man hier irgendwelche Texturen oder irgendwelche Dateien ändert und reinkopiert oder rauskopiert, muss man diese Prozedur wiederholen, sodass die Layout-JSON immer aktuell ist. Alle Dateien, die hier nicht drin sind, in der Layout-JSON aufgeführt sind, das heißt, alles, was hier irgendwie nachträglich jetzt da reinkopiert, nimmt der Flugsimulator nicht. Und wenn ihr irgendwas rauskopiert und das hier nicht löscht, kann es sein, dass es auch einen Fehler gibt und das Ding abstürzt. Ja, also ganz wichtig, Layout-JSON immer aktuell halten und danach den Flugsimulator neu laden. So, ich habe jetzt den Flugsimulator quasi neu gestartet. Dann gehen wir bei Profil auf meinen Hangar. Jetzt sehen wir hier die DR400 und jetzt kann man hier unten auf Lackierung gucken und erstmal schauen, ob die ganze Struktur überhaupt funktioniert hat. Und jetzt sehen wir hier mein Blau. Das ist quasi das, was wir erstellt haben. Hier ist noch kein Screenshot drin oder kein Thumbnail, weil den müssen wir nachher erst erstellen. Und wenn wir das jetzt wählen, weil wir noch nichts geändert haben, sieht das Flugzeug natürlich exakt so aus wie das andere Flugzeug auch. So, jetzt gehen wir in die Außenansicht, die hier. Und können jetzt ein bisschen mit den Texturen rumspielen. Das heißt, wie gesagt, im Fenstermodus macht sich das einfacher, weil man dann immer schnell wechseln kann. So, wir gehen jetzt in unseren Mod-Ordner, ne? Community, meine Livery, SimObjects, Airplanes, meine DR400 Livery, das ist die Außenlivery und hier oben bei AsoboDR400 machen wir das Cockpit nachher rein. Meine Livery, Textur blau und jetzt muss man erstmal anfangen zu gucken, wo ist denn was. Na, in der Regel ist, irgendwo eine Datei, die nennt sich Livery. Die nennt sich irgendwie, hat den Namen Livery drin. Die sieht meist nur zweifarbig aus, dreifarbig oder vierfarbig, so sieht die aus. Und das sind im Prinzip die Farben von diesem Muster hier drauf. Das sind so Muster, die teilweise original vom Hersteller so verkauft werden. Die sind irgendwie in die Modelle mit integriert. Das heißt, das gibt es nicht als Texturfile, diese Farben. Hier können wir aber ganz leicht einfach die Farben ändern und die Struktur bleibt so erhalten. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach schwarz machen würde oder irgendwie, ne, ich nehme meistens grau, irgendein Grau, erstmal kurz färben, zack, das war verkehrt und das andere mache ich orange, müssen wir ein bisschen runtersetzen, so, das dann abspeichern. Wenn ihr euch fragt nach, was für einem Format abspeichern. Ich nehme jetzt immer BC7 Linear DX11+. Also es gibt ja verschiedene Formate. Und ich nehme immer dieses Linear DX11+. Hier weiß ich nicht mal hundertprozentig, ob das das korrekte Format ist. Wie gesagt, ich finde dazu auch kaum Informationen im Internet, aber es funktioniert erstmal so. Einfach OK drücken. Und jetzt muss man das ja kurz aktualisieren, indem man einmal die Lackierung wechselt. Auf die normale Lackierung zurückwechseln und dann wieder auf unsere erstellte. Einmal Escape drücken, ich habe es auf einer Taste. Einmal Escape, hier wieder rein. Und dann sehen wir jetzt, dass dieses Muster, was vorher blau-bronze war, ist jetzt dann grau-orange. Also das sind die ersten einfachen Änderungen, die man vornehmen kann. Wenn man dieses Muster gar nicht drauf haben will, macht man die Datei einfach ja durchsichtig und löscht zum Beispiel einfach alles. Dann kann man es einfach löschen. Dann ist die Lackierung komplett weg und das Flugzeug ist einfach nur weiß. So, vor ein paar Patches ging es noch wesentlich einfacher. Da konnte man einfach auf die Lackierung neu draufdrücken, hat das neu geladen. Das geht nicht mehr. Das ist im Moment also ein bisschen langsamer geworden. Und somit ist jetzt diese Lackierung weg. Und im Hintergrund würde ich Paint immer so lange offen lassen, bis man zufrieden ist. Denn hier kann man dann einfach, oder Paint nicht, einfach wieder zurück und so lassen wir das.
So, das sind die ersten einfachen Änderungen. Mehr ändere ich im Prinzip an den Farben in den Flugzeugen in der Regel auch nicht. Wer jetzt zum Beispiel die Flügel noch ändern möchte oder irgendwas anderes, da guckt sich wieder die Textur an, den Texturordner. Wie gesagt, das ist bei vielen Flugzeugen wirklich unterschiedlich. Und es gibt auch Flugzeuge, zum Beispiel die Boeing 747. Da findet ihr für die Hülle eine Textur, aber nur für eine Seite. Das heißt, wenn ihr da Logos aufbringt, wird das auf der anderen Seite einfach gespiegelt. Und da kann man auch nichts gegen machen erstmal. Wir gucken mal hier, was haben wir denn? Irgendwas mit Fuselage. Fuselage heißt das auf Deutsch ausgesprochen und wie es Englisch genau ausgesprochen wird, Fuselage oder so. Das ist in der Regel immer der komplette Körper des Flugzeuges. Ne? Die DDS-Datei dazu aufmachen. Ja? Und hier sehen wir zum Beispiel blau, das wird einfach hier vorne der Buppel von Propeller sein. Dann haben wir hier ein paar weiße Sachen. Und wenn man sich halt nicht sicher ist, was was ist, kann man auch ganz einfach erstmal mal ein bisschen experimentieren. Nimmt sich einen Pinsel. Ne? Oder man kann ganz am Anfang auch einfach erstmal alles irgendwie grün machen. Fangen wir mal ganz, ganz brutal an mit dem Hammer. Ich wollte grün. So, machen es grün, speichern es ab und gucken erstmal, was denn alles durch diese Datei hier gefärbt wird. Ne? Laden kurz wieder neu. So, und jetzt sehen wir zum Beispiel, dass diese Datei im Prinzip hier unten die Räder, den Propeller und das alles einfärbt. Ja? Die Datei färbt nicht die Flügel und auch nicht die Stabilisatoren und das Seitenleitwerk. So, das heißt, wir könnten jetzt hier sagen, okay, ich will das alles weiß lassen. Hier will ich auch keine Logos aufbringen. Und speichern es wieder im Original. Das Einzige, was ich hier vielleicht ändern möchte, ist, ich möchte hier vorne einen orangenen Buckel haben für den Propeller. Dann färbe ich nur dieses Teil orange ein. Speichern. Lackierung wechseln. Zurück. Und dann habe ich im Prinzip auch vorne den orangenen Propeller. Na, so würde ich das für die Fuselage schon lassen. Das heißt, wir müssen jetzt aber die Textur für die Flügel finden. Da möchte ich zum Beispiel mein Logo drauf haben. Und wir gucken hier wieder rein, was könnte der Flügel sein. Logischerweise gibt es dann hier irgendwo eine Textur, die heißt zufällig Wings. ALBD ist dann einfach die Textur zum Flügel. Die sieht so aus. Und rein vom Gefühl her sieht das schon mal gut aus, dass wirklich für jeden Flügel eine Textur da ist. Weil es gibt wirklich auch Flugzeuge, da sind für die Flügel nur eine Textur da ist, die einfach auf der anderen Seite gespiegelt wird. Das heißt, hier oben kann ich mir sicher sein fast, dass das die Flügel sind. Wir könnten auch wieder die Comp angucken, Datei dazu, ne? Die Wings Comp. Ich würde hier ein bisschen Struktur drin erkennen, aber bringt uns hier in diesem Fall nicht groß weiter. Hier sehe ich, dass das ungefähr die Flügel sind. Wenn ich mir nicht sicher bin, mache ich als erstes das. Ich nehme einen Pinsel, um auch zu gucken, wie rum das so gespiegelt ist oder wie rum das drauf ist. Und schreibe mir hier erstmal irgendwas drauf. Ne? Ich schreibe auf die Textur jetzt hier, weiß ich nicht. 1, 1, 1, 1. Und hier würde ich jetzt einfach mal 2, 2, 2, 2 drauf schreiben. Hier mache ich auch noch irgendwas drauf. Hier mache ich auch noch irgendwas drauf. Dann kann ich auch unterscheiden, war das oben, war das unten. Speichere das einmal kurz ab. Lade wieder neu. Hat er noch nicht gemacht. War zu schnell. Man muss warten, bis das wirklich geladen ist. Jetzt hat er es gemacht. Und jetzt sehen wir hier im Prinzip, ne? Also grüne Seite, orange Seite und unten drunter werden die Kreise sein. Ist jetzt schwer zu erkennen, aber wenn man rangeht, sieht man das. Ne? Hier sind die Kreise unten drunter, orange und grün. Das heißt, der rechte Flügel ist grün, der linke Flügel ist orange. Und im Endeffekt steht das von hier aus gesehen alles auf dem Kopf. Das heißt, wenn ich mein Logo rauf haben möchte, muss ich es auf den Kopf stellen. So, jetzt gehe ich zurück. Und das hier oben sind die Oberseiten der Flügel. So, kurz einmal abspeichern, wieder sicherheitshalber. Sowieso zwischendurch immer wieder mal eine Kopie machen. Diese Kopien könnt ihr zum Beispiel aber auch in dem Texturordner erstellen. Das heißt, ich mache mir jetzt von der Wings-Datei eine Kopie, einfach STRG-C, STRG-V. Ne, und kann die bei Bedarf später zurück zu kopieren. Diese Kopien, da braucht man jetzt diesen JSON-Quatsch nicht nochmal machen. Man braucht also diese Auto-JSON nicht drüber hauen, weil das mit dem Namen Kopie würde er sowieso nicht als zugehörige Textur erkennen. Das könnt ihr also erstmal so lassen. Und jetzt müsst ihr euch irgendwie ein Logo erstellen oder was auch immer. Ihr könnt ja auch den ganzen Flügel zum Beispiel dann einfach schwarz färben oder was ihr gerade möchtet. Ich hau da jetzt mein Logo drauf. Muss man sich vorher erstellen. Und arbeitet da auch mit Ebenen.
Ja, das muss dann aber, sag mal, Bildbearbeitungsprogramm, die Basics, müsste jeder halbwegs drauf haben. So, und ich muss das Ganze jetzt quasi einmal drehen um 180 Grad, weil wir müssen es ja so rum drauf haben. Und. Na, komm schon. Könnte es auch ein bisschen größer machen zum Bearbeiten jetzt. Ganz grob. Wir hauen die Seite hier auf den Flügel rauf. Den Teil vom Logo. Und den Teil vom Logo auf den Flügel. Erstmal so Pi mal Daumen, ne? Also. So. Dann fügen wir die Ebenen zusammen. Speichern ab. Und jetzt müssen wir quasi auf den Flügeln das Logo lesen können. Wieder neu laden die Textur. Ja, und dann sieht das Ganze so aus. Ja, also kann man sich erstmal. Ich würde das natürlich dann auch ordentlich hinschieben. Es gibt halt ganz oft wirklich Probleme mit den Texturen, weil die dann sich auch verzerren teilweise, weil es irgendwo rund wird. Und wie gesagt, wer das 100% korrekt machen möchte, weil er eine aufwendige Außendelivery erstellen möchte, der müsste sich wirklich, glaube ich, mit 3D-Programmen beschäftigen, mit Blender oder 3D Studio Max oder wie immer das auch alles heißt. Das ist aber unheimlich kompliziert und unheimlich teuer sind die Programme auch. Also außer Blender, das ist eine kostenlose Software. Aber wer sich ein richtiges 3D-Programm kauft, das ist Kostenschweinegeld. Wie gesagt, aber für einfache Spielereien reicht das aus, das Ganze so zu machen. So, jetzt kommen wir mal zum Cockpit. Und zwar gehen wir jetzt hier wieder ins Cockpit rein. Na, wir sehen hier so ein bisschen die Farben. Und sagen wir mal, ich möchte die Sitze einfach schwarz haben. Ja, oder nachher das Panel, ist egal. Die Funktionsweise ist immer das gleiche. Jetzt müssen wir natürlich aber in die andere, in den anderen Mod-Ordner reingehen. Und zwar hatten wir bei Airplanes ja einen Asobo DR400-Ordner angelegt, der quasi dem Originalordner entspricht. Textur und haben hier die ganzen Cockpit-Files drin. So, Seats hatten wir schon mal irgendwo gefunden. Wir suchen also irgendwas, wo Seats steht. Hier, Seats, Cockpit Seats. Öffnen das Ding. Na, und der Einfachheit halber. Machen wir es jetzt einfach mal alles schwarz. So. Alles, was man hier drin macht, kommt dann drauf an, wie geskillt ist man denn oder wie, ja, wie kann man denn mit solchen Files umgehen? Was kann man malen? Man kann natürlich auch andere Texturen sich rauskopieren. Ich arbeite im Prinzip in der Regel nur mit einfach komplett einfachen Farben, ohne irgendwelche Strukturen noch drin zu haben. Reicht in der Regel aus, denn die Struktur ergibt sich teilweise noch aus anderen Dateien. Habe ich ja vorhin schon erklärt. So, und wenn wir jetzt quasi das Cockpit neu laden, ne, können wir auch machen. Standard müsste es jetzt hier auch schon schwarz werden, denn die Cockpit-Dateien hatten wir ja so eingestellt, dass es quasi für jede Livery gilt. Das heißt, wenn ich jetzt hier raufklicke, müsste er im Endeffekt schon die schwarzen Sitze anzeigen, wenn wir alles richtig gemacht haben. Ne? Und da sind sie, ne? Schwarze Ledersitze. Richtig tiefes Schwarz ist im Flugsimulator ja immer sehr, 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 sehr schlecht. Weil die Struktur nicht so schön da rauskommt. Ne, aber man sieht, dass obwohl wir einfach nur eine fette Farbe genommen haben, ohne irgendwas drin, dass so Struktur trotzdem da ist, weil die sich teilweise aus anderen Dateien ergibt, nämlich aus der Comp-Datei und der Norm-Datei und noch anderen Dateien, die in der Struktur ganz woanders versteckt sind, wo extra Materialstrukturen nochmal hinterlegt sind. Ne? Und so kann man sich im Prinzip dann ein Cockpit erstellen. Und dann kann man sich auch immer suchen, irgendwie das Panel. Panel hat meist irgendwie wirklich einen Namen auch, der so Panel heißt. Müssen wir mal gucken. Cockpit Panel. Hier mal Cockpit Panel. Ne, DDS. Aufrufen. Sieht dann so aus. Hier kennt man auch schön die Struktur. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach, sag mal, in Weiß haben möchte, dann kann man hier auch ein bisschen mehr mit dem Pinsel arbeiten. Würde man alles ein bisschen ja, genauer machen. Dann würde man hier dieses Hauptpanel einfach mal, sagen wir mal, weiß malen. So, abspeichern. Immer wieder BC7 Linear DX11 Plus abspeichern. Und wenn ich jetzt hier wechsle, müssten wir halt auch schon ein weißes Panel haben. Genau. So, ne, haben wir ein weißes Panel, schwarze Sitze. Und so kann man einfach ein bisschen rumspielen. Und auch hier kann man es einfach machen, wenn man nicht weiß, welche Textur was macht, geht man einfach auf irgendeine Textur. Nehmen wir an, ich will wissen, die Inputs.
sind in der Regel alles, was mit Schaltern zu tun hat. Glare Shield Detail. Glare Shield ist hier vorne einfach irgendwas. Können wir aber mal gucken. Aufmachen. Okay, ist eigentlich, achso, ist die Normdatei dazu. Irrelevant. Alles, was zu grau aussieht, einfach lassen. Was haben wir denn, was wir mal gucken könnten, wo man nicht gleich erkennt, was es ist? Shell. Shell ist immer so die Hülle vom Cockpit, also die Seitenwände, das Dach innen und so, ne? Die machen wir mal auf. Und wenn man nicht ganz sicher ist oder erkennt, was macht die eigentlich, nimmt man wieder irgendeine markante Farbe. Füllt erstmal alles hier. Speichert ab. Und kann dann auch im Cockpit gucken, ne? Was macht denn alles diese Textur überhaupt? So, dann würden wir sehen, okay, diese Shell-Textur macht quasi den Himmel. Hinten alles. Man könnte sich dann vorarbeiten, je nachdem, wo man was ändern möchte. Wenn man das richtig sauber machen möchte, dauert sowas auch schon mal gerne einen ganzen Tag, wenn man so ein Cockpit ordentlich gestalten möchte, sodass es halbwegs sauber aussieht und nicht solche Artefakte hat. Aber das ist im Prinzip, ja, die Art und Weise, wie man sich so ein Livery erstellen kann. Entschuldigung, musste mal gerade mich ein bisschen räuspern. Anzeigen. Also Instrumente. Ja, die sind meistens nicht in der im Flugzeugordner überhaupt vorhanden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Fluglageranzeiger ändern möchte oder Altimeter, werde ich es in der Regel bei vielen Flugzeugen hier in diesem Cockpit-Textur-Ordner nicht irgendwo finden. Ne, der hat hier ein paar Anzeigen drin. Alles, was so Gauge heißt, ne, mit Gauge irgendwas. Kann man gucken. Airspeed Indicator ist zum Beispiel drin. Das sieht dann so aus. Ja. Und den könnte man dann ändern. Ne, zum Beispiel weiß-schwarz oder einfach die Farben ändern. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht, ne, Höhe und Attitude nennt sich das, nicht finden. Wenn man das jetzt ändern möchte, müsste man komplett woanders suchen und das hier mit reinkopieren. Und zwar müsste man gehen in den Official Ordner bei Steam und findet dann irgendwo FS-Base. Da kann man reingehen. Und hier findet man nochmal einen Ordner, Texture. Und hier findet man jetzt noch allgemeine Texturen, die quasi von allen Flugzeugen benutzt werden. Oder die halt, wo sich der Entwickler gesagt hat, das sind Texturen, die werden öfter gebraucht. Die hauen wir in so einen allgemeinen Ordner. Und hier findet man nochmal Gauges. Oder hier findet man auch die Navis. Ne, wenn man zum Beispiel die Rahmen der Navis ändern möchte, müsste man genauso vorgehen. Und dann müsste man sich hier bei den Gauges zum Beispiel erstmal raussuchen und hoffen, dass man das Richtige findet, was man ändern möchte. Zum Beispiel Attitude. Ne? Wir gucken mal, ob wir irgendwas finden mit Attitude. Hier ist Attitude Indicator. Attitude Indicator haben wir einmal Attitude Indicator C172. Haben wir noch einen zweiten. Attitude Indicator DA40. So, hier können wir also erkennen, dass der Hersteller im Prinzip nur zwei Attitude Indicators quasi erstmal mit drin hat. Und dann könnte man probieren, dass man zum Beispiel beide nimmt. Ne? Also alles, was jetzt mit Attitude Indicator C172 hier so hintereinander kommt, ne? Beziehungsweise auch die DA40 können wir machen, müssten wir jetzt in unseren Mod reinkopieren. Steuerung C. In unseren Cockpit-Mod reinkopieren. Ja? Müssten jetzt quasi nochmal den Flugsimulator beenden, nochmal das JSON drüber hauen. Ne? Ich mache das Ganze mal und melde mich gleich zurück. Also beenden, oder ich zeige es einfach. Wir beenden den Flugsimulator. Hauen jetzt erneut dieses Tool an, dann gehen wir wieder auf Directory. Suchen das wieder raus. Lassen es nochmal drüber laufen. Save as. Speichern. Jo. Und starten jetzt den Flugsimulator neu. So, dann gehen wir wieder in den Hangar rein. Gucken hier wieder ins Cockpit. Und dann gucken wir jetzt erstmal, welches von beiden Instrumenten denn das ist, was hier verbaut ist. Das heißt, wir gehen in unseren Texturordner und machen, sagen wir mal, den Attitude Indicator von der Cessna 172. Machen wir einmal komplett grün. Speichern das ab.
Und den Attitude Indicator von der DA40. DDS, ne? Immer die DDS-Files nehmen. Manchmal sind auch PNG-Files bei, aber das, was wir bearbeiten müssen, ist in der Regel der DDS. Ne? ALBD, DDS. Gehen hier rein. Das ist der Attitude Indicator von der DA40. Machen die mal komplett orange. Und jetzt gucken wir, ne, ob wir das richtig erwischt haben. Das heißt, wenn es grün oder orange wird, wissen wir haben die richtige Textur kopiert. Und wir sehen es schon, ne? Grün. Das heißt, hier in dieser Maschine ist einfach auch nur der Attitude Indicator von der C172 verbaut. Und dann wissen wir, dass wir diese Datei gar nicht brauchen. Die können wir dann auch so lassen. Brauchen wir nicht wieder zurückgehen. Und hier müssen wir jetzt zurückgehen auf das Original erstmal speichern. Und jetzt könnt ihr hier anfangen, auch, sag ich mal, euch die Farben zu ändern. In der Regel ist hier irgendwo der Zeiger mit bei. Muss man so ein bisschen rumprobieren zu gucken, wo ist der Zeiger. Auch hier kann man dann einfach wieder ein bisschen testen. Ne? Was ist was? Orange, dann kann man noch, sagen wir mal, wenn man nicht tausendmal wechseln möchte, nimmt man noch irgendwas mit Lila. Oh, das ist mal Lila. Und was haben wir noch für eine schöne Farbe? Nehmen wir mal Gelb. Gucken wir mal, was das ist. Und schauen wir mal, ob wir schon den Zeiger erwischt haben, zum Beispiel. Speichern wir ab. Gucken wir wieder rein. Ja, und jetzt kann man hier ein bisschen ranscrollen und wir sehen, okay, einen Zeiger gibt es ja nicht. Aber wir haben zum Beispiel diese Dinge erwischt, die sind orange. Ne, der Knopf ist das, was lila ist. Hier unten ist das, was gelb ist. Und das Große ist einfach der Kreis außen. Das heißt, man kann davon ausgehen, das Ding ist sowieso orange. Oder? Wo ist hier was orange? Das würde das sein. Also grün sehe ich nicht. Na, hier grün wird irgendwo, kann ich im Rahmen sein, oder wir sehen es noch nicht. Das ist zum Beispiel einfach der Dingensbummens und das der Rahmen. Das heißt, wir gehen erstmal wieder zurück. Wie machen wir das? Den Rahmen lassen wir einfach schwarz. Wir wollen hier irgendwas anderes ändern. Also könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ihr könnt es dann einfärben. Ihr könnt ja irgendwas einfach weiß einfärben, schwarz. Es geht einfach ums Prinzip. Ne? Also und könnt ihr auch gucken, was das hier ist. Oder ihr macht halt, wenn ihr nicht färben wollt, mit diesem Ding könnt ihr auch immer erstmal gucken, ne? Mit einem Pinsel. Ne? Wo ist was? Was macht zum Beispiel das? Was macht das? Was ist das? Speichern. Und neu laden. Okay, das haben wir immer noch nicht gefunden. Na, und dann wissen wir jetzt, das ist einfach die Oberfläche von dem Knopf. Das hier unten ist einfach dieses Dings. Hätte man von der Form auch schon vermuten können. Haben wir aber immer noch nicht das in der Mitte gefunden zum Beispiel. Ne? Das wird dann aller Voraussicht nach das hier sein. Das heißt, wir gehen wieder zurück in den Ursprungszustand und ändern jetzt das mal grün. Bleibt ja fast nur übrig. Laden wieder neu. Ah, es war jetzt überflüssig. Und ja, jetzt sehen wir, das ist jetzt zum Beispiel das, was ich eigentlich wollte. Ne? Das ist das, was grün ist. Zusammen mit dem. Das heißt, es ist nicht mal getrennt. Es wird schon irgendwie getrennt sein. Möglicherweise noch ein ganz klein bisschen hier, irgendwie die Hälfte oder so. Aber so wuselt man sich dann gerade bei Instrumenten vorwärts. So, ich würde es dabei erstmal belassen bei den normalen Maschinen. Das ist jetzt, wie man Microsoft-Maschinen quasi ja, Texturen erstellen würde. Das Ganze hat seine Grenzen. Nämlich kann man von den Flugzeugen, die zu den Editionen gehören, zu den Special-Editionen, Deluxe oder wie heißt die andere? Deluxe oder was gibt es denn noch? Gold Edition? Keine Ahnung. Die kann man so nicht bearbeiten in der Regel. Also nicht die Cockpits. Ja, das heißt, die Baron zum Beispiel, G58, ne, wenn wir hier reingehen, gucken wir Sim-Objects, Airplanes. Wir sehen hier, die hat keine Aircraft-Config. Die hat auch keine Engines-Config und so weiter. Das heißt, dieses Flugzeug ist so ein bisschen kodiert. Hier können wir keine Texturen überschreiben. Man kann theoretisch so einen Mod erstellen. Ja, also wenn wir jetzt hier einen Mod erstellen würden für die Asobo Baron G58 und versuchen würden,
das Cockpit zu ändern, würde das aber nicht funktionieren, weil er lädt die Flugzeuge nur so, wie sie hier drin sind, im Original. Und ihr könnt auf diese Art und Weise keinen Mod erstellen. Das heißt, entweder ihr erstellt einen Cockpit-Mod für diese Varianten von Flugzeugen, also, was ist es denn noch? Die Boeing 787 ist, glaube ich, auch so ein Deluxe-Flugzeug. Die Longitude ist auch ein Deluxe-Flugzeug. Da müsst ihr die Cockpits auch auf diese Methode erstellen, dass ihr quasi ein neues Flugzeug reinhaut. Ne? Also eine neue Baron erstellen, die ihr irgendwie nennt, meine Baron, was auch immer, Livery, dann einen Texturordner anlegen und dann hier einfach die Liveries komplett reinkopieren und dann hier drin das Cockpit ändern. Ne? Eine Aircraft-Config erstellen, was ein bisschen schwer wird, weil wir keine Dingsbums haben. Keine Flugsims-Dingsbums. Aber es funktioniert in der Regel, wenn ihr hier einfach von irgendeinem anderen Flugzeug was nehmt. Ja, ihr nehmt einfach dann diese Flight Sim 0 von irgendeinem anderen Flugzeug, ändert das so ein bisschen und dann funktioniert das auch für die Baron 58. Na, ihr könnt es halt nur nicht rauskopieren, weil es die Aircraft-Config nicht gibt. Ja, aber im Endeffekt stehen ja nur so ein paar Sachen drin, die ja, fürs UI wichtig sind, aber nicht fürs Flugzeug. Hier oben muss dann einfach nur die Baron drin stehen als Base-Container und hier macht ihr das wie beim anderen Flugzeug auch und dann geht das auch für die Baron theoretisch. Oder aber ihr ändert es wieder direkt in die Texturfiles, müsst aber dann aufpassen, ne, dass das möglicherweise als Fehler erkannt wird beim nächsten Update und komplett dann mehr oder weniger neu lädt der ganze Flugsimulator. Bei den Carenado-Maschinen zum Beispiel, ja, die sind ja auch zu finden, ne, bei Steam oder beziehungsweise im Official-Ordner. Bei mir ist es Steam. Ich weiß nicht, wie es im Microsoft Store aussieht. Findet man hier dann irgendwo die Ordner von den Carenado-Maschinen unter C, ja, Carenado, die 182, die Ovation und die Seminole. Und hier habe ich es so gemacht, dass ich hier auch einfach eine der vorhandenen Texturen geändert habe. Ne, die Maschine kommt von Hause aus mit mehreren Texturen. 5 Außentexturen und einmal eine Base-Textur, wo auch das Cockpit drin ist. Hat auch keine Aircraft-Config. Und da ich hier jetzt nicht genau weiß, was da so alle drin stand und ich habe jetzt hier diese andere Methode nicht machen wollen, habe ich hier einfach wirklich in der Textur 2 zum Beispiel Sachen geändert. Und dann übernimmt er das auch. Und bei der Carenado-Maschine habe ich mir dann einfach komplett auch diesen Texturordner 2 als Sicherheitskopie abgelegt. Das heißt, wenn die Carenado-Maschine irgendwann geupdatet wird und möglicherweise meine Textur überschrieben wird, kopiere ich die danach einfach wieder rein. Ja. Es würde sicherlich auch die Methode funktionieren, dass man hier ein komplett neues Flugzeug anlegt. Habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Aber wie gesagt, hier habe ich es einfach direkt in den Dingern geändert. Bei anderen Flugzeugen, zum Beispiel der MB-339, ja, die India Foxtrot MB-339, habe ich das so gemacht. Weil hier weiß ich, dass dieses Flugzeug nicht automatisch aktualisiert wird. Ne? Das Flugzeug habe ich über SimMarket gekauft und hier weiß ich hundertprozentig, das wird nur geupdatet, wenn ich es wirklich möchte. Das heißt, hier habe ich auch in den Originalfiles rumgewuselt, bin auch hier wieder bei SimObjects rein, bei Airplanes rein, dann sind ja zwei Varianten drin. Ich habe es erstmal in der PAN-Variante gemacht, habe hier zum Beispiel den kompletten Texturordner einmal kopiert, habe dem einen neuen Namen gegeben, ja, JD YouTube, und habe in der Aircraft-Config direkt eine zweite Flight-Sim angelegt. Das heißt, es war ursprünglich nur Flight Sim 0 drin, hab die genommen, hab die kopiert, dann nummeriert man die durch. Ja, so hat man es früher auch gemacht in den alten Flugsimulatoren, Flight Sim 1, und hab dann hier meine Textur eingetragen und auch meinen Namen. Ja, so kann man dann hier das einfacher machen als über diese andere Methode. Und hab dann hier zum Beispiel auch die Texturfiles drin geändert für die Instrumente. Ne, da ist halt ich habe es aber noch so gemacht, dass ich, wie waren das, die, irgendwo ist ein Base-Ordner. Hier, ich habe den kompletten, wartet mal, Instrumente, muss gerade mal selbst überlegen. Ja, hier sind die drin. Okay, ich habe ja den kompletten Ordner kopiert gehabt, genau. Und da waren die Instrumenten-Files mit drin. Jemand wollte das wissen mit den orangenen Anzeigen hier. Die MB-333 Instruments aufgemacht und auch ein bisschen probiert, wo die Pfeile sind. Ne? Und die orangen Pfeile befinden sich hier unten. Also die Pfeile befinden sich hier unten. Bei diesen Add-on-Flugzeugen, auch bei den Carenados, erkennt man das Ganze sowieso ein bisschen strukturierter, wo was ist. Ja, die Texturen sind einfach besser angelegt.
Und hier haben wir die ganzen Zeiger, die habe ich einfach alle orange gemacht, abgespeichert und schon werden mir in der MB 399 die ganzen Zeiger orange angezeigt. Man könnte auch bei der Maschine eine der anderen Varianten nehmen, ne? Aber es ist einfach bei der ziemlich einfach, direkt die Originalfiles zu ändern, weil wir wissen, dass diese Maschine nicht automatisch geupdatet wird, sondern man müsste sich die neue Version immer bei SimMarket runterladen, kann dann vorher die entsprechenden Files kopieren und hinterher wieder reinhauen. Ja. Jetzt müssen wir noch ein Thumbnail erstellen, sodass es auch ordentlich angezeigt wird, wenn wir hier bei den Lackierungen auswählen, ne, dass das so ähnlich aussieht wie hier. Das heißt, wir gehen einmal zurück in die Außenansicht, in die Ansicht, ne, drehen uns das irgendwie hin, wie wir es gern gerade hätten. Gehen jetzt hier oben im Entwicklermodus auf neues Projekt. Das ist aber vollkommen egal, einfach OK drücken. Wir speichern das nicht ab. Gehen auf Plus hier unten, das ist ein kleines Plus. Geben dem Ding jetzt erstmal irgendeinen Namen, 1, 2, 3, ist vollkommen Wurst, Create. Und hier öffnet sich jetzt so ein Fenster, der Inspektor, den kann man hier ja auch nochmal aufrufen. Ne? Wenn das Fenster nicht aufploppt oder ihr jetzt wegklickt aus Versehen, ihr findet es bei View. Ja, Inspektor. Jetzt kann man hier ein Thumbnail erstellen. Ja, Capture Aircraft Thumbnail. Einmal drücken. Dann einfach aussuchen, wo ihr das hinhaben möchtet. Ich hau's mir mal kurz. Wo haben wir uns hin? Wo haben wir das Add-on? Direkt in die Livery rein hau ich mir das gleich erstmal. Sim Objects, Airplanes, Außenlivery, Textur blau. Hier speichere ich mir das ab. Ne, erstellt ein Screenshot. Und jetzt haben wir quasi bei Sim Objects, Airplanes, meine Livery Textur, ein Screen Capture PNG. Das Ganze sieht so aus, ne, mit diesem weißen Hintergrund. Ihr könnt auch einfach einen Screenshot machen, ist egal wie. So, jetzt werden wir das Ding noch bearbeiten mit PaintNet wieder. Öffnen mit PaintNet. Und ich erstelle im Prinzip ein 16:9. Entschuldigung. Im Verhältnis 16:9. Ein kleines Bildchen. Es gibt in der Originalstruktur gibt es immer ein Thumbnail und ein Thumbnail Small. Den Aufriss mache ich mir aber nicht. Ich erstelle einfach ein so kleines Bild. Es geht nur darum zu erkennen, ne, was ist das für ein Text in einer Livery-Auswahl, wo ist meins. Ne? Einfach Steuerung C, neu anlegen. Okay, Steuerung V und das Ganze als JPEG speichern. Speichern unter. JPEG. Und dann machen wir das auch in den Mod-Ordner rein. Sim Objects, Airplanes, Livery, Textur blau. Das ist unsere Außentextur. Und dann das Ganze Thumbnail. Und speichern das als JPEG ab. So, jetzt müssen wir aber wieder den. Wir haben im Prinzip ja eine Datei dazugefügt, ne? Und wenn wir wollen, dass der Flugsimulator das erkennt, müssen wir im Prinzip diese ganze JSON-Geschichte nochmal neu machen. Gehen wieder auf Community, meine Livery. Okay. Durchlaufen lassen. Save as. Und dann. Quatsch, Layout.json speichern. Habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn ihr zum Beispiel. Quatsch. Wenn ihr das zum Beispiel mit den Caronado-Maschinen macht, na, wenn ich irgendwas bei den Caronado-Maschinen geändert habe oder bei India Foxtrot, bei dem MBB, müssen wir das Ganze auch mit dem Mod machen. Das heißt, wenn ich was bei Caronado geändert habe, ja, gehe ich auch auf Directory. Games. Official. Steam. Und suche mir dann, ne, die entsprechende Maschine von Caronado aus, wo ich rumgewuselt habe. Wo haben wir es? Hier, Caronado, ne? Okay drücken, überschreiben, beziehungsweise halt die India Foxtrot-Geschichte. Ne, das gleiche halt bei dem, ja, Air Maki MB 393. Also immer, wenn man irgendwas ändert, hinzufügt, oder raus, dann sollte man dann diese Geschichte mit der JSON
einfach wiederholen. Und wenn wir dann den Flugsimulator neu starten, was ich jetzt mal kurz mache, so, und dann wieder zu Profile gehe, mein Hangar, müssten wir hier unten jetzt quasi, ne, das als Thumbnail angezeigt bekommen, ja. Das heißt, wir können auch gleich auf, optisch erkennen, dass das unser Mod ist. Ja, mehr gibt's eigentlich dazu nicht zu sagen. Das Ganze ist ganz viel Trial and Error und es ist eigentlich eine unelegante Methode, aber es funktioniert erstmal für einfache Sachen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist dieses Tool. Na, also ihr müsst Vertrauen drin haben, dass das Ding funktioniert. Ich benutze das jetzt eine ganze Weile, habe bis jetzt noch keine negativen Auswirkungen auf meinem System ja, bemerkt. Und wie gesagt, wenn ihr das nicht euch zutraut oder wenn ihr einfach kein Vertrauen drin habt und dieses Programm nicht benutzen wollt, dann wird es echt schwer, eigene Texturen zu erstellen. Dann müsst ihr wirklich an die Originaldateien ran, da drin rumwuseln, dann braucht ihr das nicht. Na, zum Beispiel, wenn ihr einfach nur auch nochmal für den Zuschauer, der diese Instrumentenanzeigen im, in der MB339 auf Orange haben möchte, wenn ihr nur Texturfiles verändert, ohne irgendwie die Struktur zu verändern, also ohne irgendwelche Dateien zu kopieren, zu entfernen oder hinzuzufügen, dann braucht ihr diesen Schritt nicht machen. Na, also wer nur die ändern möchte, diese, zum Beispiel diese Instrumentenfarbe, ja, oder die Filefarbe, der geht einfach in die Airplanes rein, sucht sich, ne, die, der wird das andere nicht haben, der geht einfach in die Textur rein, geht hier in den Instrumenten Textur rein. Wo ist es nochmal, wir hatten es gerade. Instruments. Ändert einfach nur die Farbe, speichert das und gut ist. Ja, dann funktioniert das. Dann braucht ihr dieses Tool nicht. Gut, liebe Leute, es ist ziemlich kompliziert und für mich auch nicht einfach, das so zu erklären, weil ich, wie gesagt, selber nicht 100% sicher bin, ob das so die eleganteste Methode ist. Normalerweise kann man ja auch mit dem SDK, also mit diesem, ja, Developer-Kit, in-game irgendwie Aircraft-Modelle bearbeiten und sowas alles, aber das funktioniert bei mir alles nicht. Das kann daran liegen, dass ich möglicherweise die Original- Ordnerstruktur vom Flugsimulator, also ich habe es nicht auf die, in die Standard Verzeichnisse installiert, die er vorgeschlagen hat. Deshalb viele Sachen aus dem SDK funktionieren bei mir nicht. Und es gibt vielleicht eine elegantere Variante. Man kann ich nicht genau sagen. Und die allerbeste Variante wäre wirklich über 3D-Modeling, über 3D-Programme gehen. Da kann man nämlich die Texturen direkt so am Flugzeug, am 3D-Modell aufbringen und das wird dann alles runtergebrochen. Für einige Flugzeuge gibt es auch so ein bisschen Templates. Da ist so ein bisschen, ja, vorgezeichnet, für welches Gitter welche Fläche in der Textur da, ist. Ich glaube, für die Citation CJ4, da muss man einfach mal googeln nach, weiß ich nicht, Microsoft Flight Simulator 2020, Livery Template und dann, weiß ich nicht, CJ4 und mal gucken, ob es da irgendwas gibt im Internet. Für einige Maschinen gibt es das definitiv, weiß ich, habe ich schon gesehen. Ich selber benutze sie nicht. Ich benutze, wie gesagt, immer die Originaltexturen und wusel mich da durch. Aber auch wer die Templates benutzt, das sind nur die Texturfiles als Vorlage. Ihr müsst trotzdem diese ganze Geschichte mit dem Mod machen, euch erstellen oder eventuell halt in den Originalfiles rumwuseln, was ich nochmal ausdrücklich nicht empfehlen kann. So, falls ihr verstanden habt, halbwegs, und euch das Video was gebracht hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist einfach unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.